Yeah. Take it back to the jazz. Bisschen Rap, bisschen Hash, bisschen Hacky Sack. Explizite Texte auf dem Etikett. Zwischendurch geht es nur um fetten Rap. Und deshalb lass ich einfach mal die Message weg und sag sowas wie Rettetet. Komm mal klar, du Sonderfall mit Wonderbra für Follower. Ich hörte mal dein Rap und dachte, hoppala, wer schottert da? Ich liebe diese Boom-Bap-Beats mit dem Kontrabass. Und schon drop ich was aus meinem Kopf und keiner kontert das. Spucke in das Mikro und ich spucke auf dein Swastika. Was macht das da, du Spastika? Der dachte, es war ein Mandala. Ich wäre Kandidat für den Job von Angela in 20 Jahren, um anzufangen, statt dem Teufel Hip-Hop an die Wand zu malen. Denn in dieser Welt muss ich Anker fassen und den Dampf ablassen, bevor mir die ganzen Spassen einen Krampf verpassen. Also fange ich an, diese Gedanken mal zusammenzufassen, ganz gelassen, denn für mich ist Rap-Ersatz der Krankenkasse. Das hier ist ein doper Text und doch bin ich kein Aristoteles, doch sicher, dass hier mir sowas für ein Philosophe steckt. Und ohne Rap wäre ohne Zweifel alles für'n Arsch, denn woher hätte ich Hilfe ohne Schreiben der Bars? Und der Wille so zu splitten und zu rappen ist ersetzend für die Pillen und die Spritzen und die Zäpfchen und Tabletten. Aber Vorsicht mit den Texten, denn die Wirkung lässt sich schlecht berechnen. Fragen Sie nach zur Apotheke und lesen Sie die Packungsbeilage. What the fuck? Yeah, weiter geht's. Ich sagte in meinen Texten schon, ich bin zur falschen Zeit geboren. Denn als man noch so rappte, bin ich gerade in Mamas Ei geschwommen. Heute bin ich gut genug, doch viel zu spät für echten Shit. Ein schlechter Witz, der meine Mucke tut, als ob sie älter wäre als ich. Vielleicht wäre ich damals noch der Beste in dem Mist geworden. Hätten meine Eltern 1960 schon denn dann wäre ich auf dem Level, das ich jetzt habe, als der erste echte Rapper gerade entdeckt war. Und in dem Fall meine ich mich. Mein Flow ist eine Zeitmaschine, Diaries, die Reiseziele. Schreibe diese Zeilen aus der Seele und dann teile ich diese. Jeder darf hineinschauen, durch meinen Sound einen Blick zu wagen ist erlaubt. Doch bitte auf dem Rundgang keine Blitzaufnahmen. Yeah. Bitte auf dem Rundgang keine Blitzaufnahmen. Yeah. Ich mach noch ein. Es ist der dritte Part, ihr wisstet ja, ich fick die ganzen Kritiker mit Litten Bars und bisschen Gras, bis alle mich begriffen haben. Solange ich in meinem Stift ein bisschen Tinte hab, wird hinterfragen mit Zeilen, die man anderswo nicht finden kann, wie Hitlers Grab. Bitte ja, ich bin Duan und nimm mal an, dass keiner von euch chillen kann, wie ich, wenn ich am Fliegen bin durchs Nimmerland. Und nimm mal an, dass du nicht kannst, was meine Stimme kann, und darum hört sich's billig an. Ich bin seit vielen Jahren mit diesen Bars so filigran wie ein Milligramm. Wo sind die Drums? Die sind weg. Ah. Okay, dann war's das. Yeah. Peace.